Hallo und herzlich willkommen hier bei Moderbahn Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder eine Produktvorstellung der Firma Rocco und zwar eine frisch ausgelieferte Baureihe 146. Der Ablauf unseres Videos ist, denke ich mal, allen bekannt. Wir werden uns jetzt gleich ein wenig das Vorbild anschauen, wobei hier gesagt ist, dass wir uns nicht die Trax-Familie in diesem Sinne anschauen werden, weil dieses Thema haben wir schon ausgiebigst in einem anderen Video abgearbeitet. Den Link dazu findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung und auch einmal jetzt hier eingeblendet. Wir werden uns in diesem Video jetzt explizit um den Einsatz dieser Maschinen im Raum Stuttgart anschauen und da gibt es natürlich ein paar Informationen. Danach schauen wir uns das Modell von Rocco hier im Einzelnen genauer an. Es ist wieder eine Soundversion, das heißt, danach werden wir uns die einzelnen Sounds dieser Lok anschauen. Es geht raus in die freie Wildbahn und dann ganz zum Schluss mein obligatorisches Schlusswort. Beginnen wir also mit dem Vorbild und da ist es so, dass wir hier eine Lok der Trax-Familie haben, wie ja gerade schon gesagt, und zwar eine P160AC2. Nach der Baureihenbezeichnung 146.0 und .1 haben wir jetzt hier die 146.2. Als solches wird sie auch bei der DB geführt und erstmals am 22. Juli 2005 wurde die erste Maschine dieser Serie ausgeliefert. Die ersten Bestellungen dieser Lok umfassten ein Los über 68 Maschinen und zwar alle logischerweise für DB Regio. Es waren die Nummerierungen 146, 201 bis 247. Diese wurden allesamt bis Oktober 2017 ausgeliefert und sind bei der DB Regio im Raum Stuttgart, Freiburg und Nürnberg beheimatet. Die Baureihe 146.3, die sich hier im Prinzip im Anschluss anschließt, umfasst dann die Nummerierung ab 250. Der Verkehrsbetrieb Württemberg setzt seine insgesamt 25 Lokomotiven, nämlich die 201 bis 220 und 223 bis 227 auf so ziemlich allen Linien im Nahverkehr ein, die es dort in der Region gibt. Das wären unter anderem Interregio-Expresslinien, Regionalexpresslinien und Regionalbahnlinien. Vorwiegend mit Doppelstockzügen, aber man muss auch sagen, in der Region sind N-Wagen, also Silberlinge, auch keine Seltenheit mehr, aber sie werden leider immer weniger. Das heißt, das überwiegende Klientel, was hinten an den Loks hängt, sind Doppelstockzüge. Schnell geht es auf vielen Linien im Raum Stuttgart nicht. Das ist zum einen der Topografie behalten und zum anderen einfach, dass die Strecken nicht so ausgebaut sind, dass man die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h mit diesen Loks ausfahren kann. Lediglich auf einer Relation, nämlich auf dem Teilstück Stuttgart-Zuffenhausen-Wahingen, auf der sogenannten Neubaustrecke, können die Loks ihr gesamtes Potenzial ausfahren und tatsächlich die 160 km/h spielend erreichen. Als Besonderheit, wie ich eben vorgelesen habe, welche Maschinen in Stuttgart beheimatet sind, zwei Besonderheiten gibt es, nämlich die 221 und die 222. Diese Maschinen gehören der RAB, das ist der Regionalverkehr Alb-Bodensee. Diese Maschinen sind zwar auch in Stuttgart beheimatet, laufen aber in einem gemeinsamen Plan zusammen auch mit den Stuttgarter Maschinen und kommen so auch im relativ gesamten Gebiet zum Einsatz, sind aber dem Regionalverkehr Alb-Bodensee vorbehalten. Der Regionalverkehr Südbaden setzt auf der Schwarzwaldbahn seit 2006 ebenfalls diese Lokomotiven ein und zwar insgesamt 11 Stück, bespannt mit 3 Doppelstock-Zwischenwagen und einem Doppelstock-Steuerwagen. Man hat damit sehr gute Erfahrungen gesammelt und insofern hat man sich auch dazu entschieden, diese auch auf anderen Relationen einzusetzen, zum Beispiel auch auf der Rheintalstrecke und dort zwischen Karlsruhe und Basel. Stationiert sind die Wagen wie auch die Doppelstockwagen in Freiburg. Ja, Freunde, und das soll es auch erstmal gewesen sein zu dem Einsatz bzw. zum Vorbild von diesen Lokomotiven. Wenn ihr mehr zu der Trax-Familie an sich gerne wissen möchtet, könnt ihr natürlich, wie eben eingangs schon gesagt, euch das Video anschauen, in dem dieses Thema ausgiebigst behandelt wurde. Denn wir machen jetzt weiter mit dem Modell in 1:87. Beginnen wir hier erst einmal mit einer kleinen Übersicht, wie immer. Und zwar, wir haben hier die Version Gleichstrom mit Sound. Und zwar mit der Artikelnummer 73337. Das Ganze gibt es für die Gleichstromer natürlich auch
ohne Digitaldecoder und ohne Sound, ist dann natürlich etwas günstiger, das heißt DC analog und hat die Artikelnummer 73336. Für unsere Wechselstromfahrer gibt es das Ganze natürlich auch direkt digital mit Sound, dort ist es die Artikelnummer 79337. Eben beim Vorbild habe ich es gesagt, Thema Schwarzwaldbahn, dass die Lokomotiven mit drei Mittelwagen und einem Steuerwagen der Doppelstockgeneration unterwegs sind und genau diese Waggons gibt es natürlich auch von Rocco zu haben und dort sind es die Artikelnummern einmal ein Dreier-Set, das sind zwei Mittelwagen und der Steuerwagen, das ist bei DC die Artikelnummer 74150, bei Wechselstrom 74151 und damit man dann auf vier Wagen insgesamt kommt, gibt es noch einen Ergänzungswagen, also einen Einzelwagen. In Gleichstrom ist es die Artikelnummer 74152 und bei Wechselstrom 74154. Alles natürlich auch bei uns im Webshop erhältlich. Schauen wir uns die Details dieses wieder wunderschön gewordenen Modells ein wenig genauer an. Beginnen wir mit der Bedruckung, die ist wie immer hervorragend und trennscharf. Alle Bedruckungen hier unten am Längsrahmen sind super scharf zu erkennen. Wir haben hier natürlich wie im Vorbild auch die Beheimatung in Stuttgart. Hier vorne sieht man es, Regionalverkehr Württemberg und darunter Stuttgart als Beheimatung. Auch das Logo bewegt ist wunderschön trennscharf auf jeweils unter dem Seitenfenster zu erkennen. Hier unten die Anschriften, die Bremsanschriften, auch die Schaugläser für die Federspeicherbremse bzw. die reguläre Bremse für Drehgestell 1 und 2 sind auch hervorragend umgesetzt. Wir haben separat angesetzte Teile. Hier wären zu erwähnen die wunderschön ausgeführten Metallgriffstangen an den Führerstandstüren oder hier vorne vor Kopf die der Lok, muss man wirklich sagen, sehr vielen Griffstangen. Einmal hier an der Seite, hier unter dem Frontfenster, hier unten die Steckdosen jeweils, hier oben die Steckdosen sind wirklich hervorragend umgesetzt. Hier vorne auch die Trittbleche über den Puffern sind geätzt, also das heißt, da kann man wirklich schön durchschauen. Wir haben hier auch wieder eine Ausführung, die hier vorne den Schneeflug verbaut hat, wie im Original. Und hier hat man auch wieder mit dem Zurüstbeutel, der hier auch wieder sehr gefüllt ist, die Möglichkeit, dann eine Seite in den Vitrinenmodus umzubauen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Kupplung rauszunehmen und diesen geöffneten Schneeflug gegen einen geschlossenen, der sich hier drin befindet, halt auszutauschen. Und dann hat man hier vorne eine wunderschön geschlossene Optik. Auch die Bremsschläuche, die hier im Prinzip wieder nur gekürzt sind, die kann man dann mithilfe der Bremsschläuche, die sich hier drin befinden, dann halt tauschen. Dann sind es die langen und dann finde ich, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Denn man muss zugeben, die Lok ist mit einer Seite eh gekuppelt und mit der anderen fährt sie voraus. Ja, ansonsten, was gibt es zu erwähnen? Wir haben hier eine DC-Version mit umfangreichen Sound- und Lichtfunktionen. Ebenfalls hier hat Rocco einen Pufferkondensator verbaut für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, zum Beispiel, wenn man über nicht polarisierte Weichenherzen fährt. Heißt also, da ist ein kleiner Energiespeicher drin, der die Energie speichert und dann für 2-3 Sekunden, je nachdem, diese Energie abgeben kann und die Lok fährt ruckfrei über diese spannungslosen Abschnitte. Erstmals hat hier Rocco einen Plux 22 Decoder mit dazugehöriger Schnittstelle verbaut und im Digitalbetrieb haben wir natürlich dann wesentlich mehr Funktionen als mit dem standardmäßigen 8-poligen Decoder. Und wir haben zum Beispiel Fernlicht und einzeln schaltbare Spitzen- und Schlusslichter. Wir haben alle vier Achsen angetrieben. Eine Achse davon ist mit Haftreifen auf beiden Seiten versehen. Das ist hier hinten unter Führerstand 2, also von den vier Achsen die letzte Achse. Die hat dann die besagten Haftreifen auf beiden Seiten zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben die Kupplungsaufnahme nach NEM 362, natürlich mit Kurzkupplungskinematik. Den Mindestradius haben wir hier R2, also 358 mm. Der Motor hat natürlich eine Schwungmasse, das kennt man. Wir haben die Schnittstelle, wie eben schon gesagt, Plux 22. Auf beiden Seiten drei Spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig und natürlich zwei Schlussleuchten in LED-Ausführung. Der Motor ist der bekannte 5-polige Motor. Die ganze Ausführung wie auch die Zugziehbeleuchtung ist in LED-Technik gehalten. Und wir haben eine Länge über Puffer von 217 mm. Und wie auch schon gesagt, es ist eine Neuheit von 2020.
Ja, was gibt es dabei? Wir haben uns die Lok gerade schon im Einzelnen angeschaut. Wir haben uns auch schon den Zurüstbeutel angeschaut, wo, wie gesagt, Bremsschläuche drin sind, die geschlossenen Schneeflüge und. Dazu gibt es dann nochmal eine kleine Broschüre für den Sounddecoder, das kennt man von Rocco, die allgemeine Betriebsanweisung bzw. Anleitung, wo auch nochmal drin steht, wie wir die Lok öffnen, das heißt, wie wir den die Kunststoffabdeckung abkriegen, wo wir sie schmieren, wo wir sie ölen können und. Ersatzteilblatt haben wir natürlich auch. Das befindet sich hier. Da ist alles nochmal schön im Einzelnen auf zwei Seiten drin erklärt mit Bild, wo wir welches Teil bekommen und wie die Artikelnummer dazu ist. Und dann hier natürlich auch nochmal eine Übersicht über die einzelnen Sounds vom Sounddecoder. Sit auf der Rückseite haben wir dann eine gesamte Übersicht 1 bis 28, welche Sounds sich auf welcher Taste befinden. Thema Sound, das ist eine wunderschöne Überleitung. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Es geht raus in die freie Wildbahn und dann schauen wir uns einmal die Fahreigenschaften an und hören die einzelnen Sounds uns ein wenig genauer an. Und wir hier sehen uns dann gleich zum Schlusswort wieder.
Da sind wir also am Ende wieder mal angekommen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist wirklich eine wunderschöne Lok und ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich die zuzulegen. Insbesondere für die Leute, die in der Nähe um Stuttgart wohnen. Ja, solltet ihr jetzt noch Fragen haben, gerne eine Nachricht in die Kommentare schreiben oder direkt eine E-Mail an uns. Wir werden uns natürlich wie immer schnellstmöglich bei euch melden. Solltet ihr die Lok haben wollen, zögert nicht, unseren Webshop aufzusuchen. Wir liefern innerhalb sehr kurzer Zeit. Auch in der jetzigen Krise unser Versand läuft. Das heißt, wenn ihr diese Lok haben wollt und sie heute noch bestellt, ist sie binnen weniger Tage bei euch zu Hause. Ich freue mich, dass ihr wiedermals eingeschaltet habt und hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss. Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen sollt.